Man kann das Klima nicht schützen. Das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel. Das ist immer im Wandel gewesen. Aber man muss auch wissen, dass das Klima nicht schützend möglich ist, weil es eben eine Tatsache ist, die sich verändert. Das Klima ist auch nicht böse. Das Klima ist absichtslos. Und es war seit Jahrmillionen so. Und es ging aufwärts und wieder abwärts. Ich sehe selber, wie die Gletscher schmelzen. Ich beobachte seit 30, 40 Jahren, wie der Permafrost in den Dolomiten schwindet und riesige Stücke von den Bergen runterfallen. Ja. Die Verwitterung ist viel schneller als früher. Ich weiß, dass die Golfströme sich verändern. Das sind die großen Effekte. Da können wir nichts damit tun. Der Jetstream hat sich verlagert. Ja. Im Himalaya fährt er über den Everest hinweg. Das ist heute nicht mehr so wie zu meiner Zeit. In dieser kurzen Zeit hat sich viel verändert. Wir sollen natürlich was machen. Aber erstens wissen, warum wir zu dieser Situation kamen. Siehe Industrialisierung. Ja. Und zweitens, was ist möglich? Das, was jetzt von der Politik angekündigt wird, von den kritischen oder den starken jungen Leuten, die sich in großen Gruppen zusammenfinden, um Protest zu machen in irgendeiner Form, sollten wir wissen. Aber die müssen auch wissen, dass es so einfach nicht ist, wie sie es fordern. Es ist viel zu schwierig. Es wird viel länger dauern, wenn wir überhaupt was erreichen. Also Friday for Future, bitte. Die machen aufmerksam, dass es ein Problem gibt. Ja, und? Schwänzen am Freitag die Schule und haben ihre Begeisterung dabei. Ja. Aber sie vergessen, indem sie sagen, meine Generation hätte das heraufbeschworen. Sie lassen durchklingen, es war Absicht. Das stimmt nicht. Wir sind viel bescheidener aufgewachsen, und nicht nur ich, sondern alle, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, als diese jungen Leute. Die leben heute von der vom Reichtum, der entstanden ist in den letzten 80, 100 Jahren. Ja. Das Ganze ist entstanden, weil wir die Aufklärung hatten, weil wir die Industrialisierung hatten und für die Industrialisierung fossile Brennstoffe brauchten, Kohle, Öl und so weiter. Und diese jungen Leute könnten gar nicht am Freitag auf den Platz gehen, Schule schwänzen, wenn es diese Entwicklung nicht gegeben hätte.